Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video erfahrt ihr, was sich für euch verändert, da Reels Ads nun in Facebooks Marketing-API eingeführt wurden. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das Kurzvideoformat Reels wird nicht nur wegen der hohen Reichweite immer beliebter. Mittlerweile hat sich das neue Feature auf der Plattform etabliert. Facebook kündigt nun zwei neue Updates zu Instagram Reels an. Da Reels auch als Ad geschaltet werden können, sollen diese nun auch in die Marketing-API integriert werden, damit auch Drittanbieter Reels-Ads auf ihrer Plattform aufnehmen können. Facebook kündigte das Update in einem Blogpost auf dem Developers-Blog an. In diesem schrieben sie, die Platzierungsoption Reels-Ads wird über den aktuellen Marketing-API-Endpunkt verfügbar, mit dem sie möglicherweise bereits vertraut sind. Mit dieser neuen Ergänzung können sie ihre App aktualisieren, damit ihre Kunden Reels-Ads über die API erstellen und in der Vorschau anzeigen können. Das neue Update wird es für Marken und Unternehmen also deutlich einfacher machen, Reels-Kampagnen zu starten und durchzuführen. Denn das Update ermöglicht folgende Punkte. Als erstes die Anzeigenerstellung. Entwickler können nun Instagram Reels als Zielposition wählen. Zweitens die Ads Insights. Entwickler können nun in den Insights überprüfen, wie Ads über die Instagram Reels Platzierung performen. Und der Punkt Nummer 3, Anzeigenvorschau. Ads können bei der Anzeigenerstellung nun auch im Reels-Format als Vorschau angezeigt werden. Außerdem ändert Facebook nun die Analyse zur Reichweite von Ads. Bisher war es so, dass Facebook aufgrund der hinterlegten E-Mail-Adresse ein Facebook- und ein Instagram-Konto einander zuordnete, auch wenn ein User die Accounts nicht offiziell miteinander verbunden hatte. Wenn nun beide Konten mit einer Ad interagierten, wurde diese Interaktion als eine einzige ausgewertet. Diese Analyse soll nun umgestellt werden, sodass die Interaktionen jetzt doppelt gezählt werden. Damit wird sich automatisch die Reichweite für Ads erhöhen, auch wenn nicht mehr Personen erreicht wurden. Facebook glaubt nicht, dass das Ergebnis dadurch verfälscht wird. Der Grund für die Umstellung sei, dass man die Privatsphäre von Usern, die ihre Konten nicht miteinander verbunden haben, schützen wolle. Was haltet ihr von diesem Update? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt an die Experten von eBakery wenden. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery-Team!